Kollege von der Fraktion Die Linke das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Hartz-IV-Regelsatz und alle Sozialleistungen, die davon abgeleitet werden, decken nicht die Mindestbedarfe. Viele Menschen, die auf Hartz IV angewiesen sind, leiden nicht nur an Armut, sondern auch an materieller Unterversorgung. Und das äußert sich zum Beispiel wie folgt. Die Hälfte aller Menschen, die auf Hartz IV angewiesen ist, hat Schulden. Das heißt, sie haben keinerlei finanzielle Polster. Wenn also die Waschmaschine oder der Kühlschrank den Geist aufgibt, ist das für diese Familien eine mittlere Katastrophe, weil sie nicht wissen, woher sie das Geld nehmen sollen, um neue Waschmaschine beispielsweise anzuschaffen. Weil sie haben ein Problem, nämlich das Problem, dass am Ende des Geldes immer noch so viel vom Monat übrig ist. Die Hälfte der Menschen, die auf Hartz IV angewiesen ist, hat kein Geld für medizinische Zusatzleistungen. Und wir reden hier nicht über luxuriöse Sonderbehandlungen, sondern wir reden hier beispielsweise über elementare Bedarfe wie eine Brille. Wer eine Brille hat, muss dafür zusätzlich bezahlen. Und das ist für Menschen, die auf Hartz IV angewiesen sind, ein Riesenproblem. 80% sagen, sie haben nicht mal Geld für eine Woche Urlaub. Nun mögen ja einige von Ihnen sagen, ja, das steht halt Erwerbslosen nicht zu. Aber rufen wir uns mal in Erinnerung, dass davon auch Familien mit Kindern betroffen sind. Und versetzen wir uns doch mal wenigstens für eine Minute lang in die Situation von Kindern, die nach den Ferien wieder in die Schule kommen. Alle erzählen sich von den Urlauben, wo sie waren, von ihren Ferienreisen. Und sie selber können nur von dem Spielplatz vor der eigenen Haustür berichten. Das ist natürlich ein Problem. Sie haben bei der Berechnung des Arbeitslosengeld-II-Satzes sehr deutlich gemacht, dass für Menschen, die auf Hartz IV angewiesen sind, ein Essen im Restaurant oder im Café unterwegs nicht vorgesehen ist, gemäß dem Motto, naja, die haben ja Zeit, tagsüber dasselbe zu Hause zu kochen. Aber sie haben dabei eine Sache außer Acht gelassen. Sich in einem Café zu treffen, auch mal auf ein Getränk, gehört einfach zu einer gesellschaftlichen Teilhabe dazu. Das ist doch nicht nur so, dass Abgeordnete sich abends zu Absprachen in einem Restaurant oder in einem Lokal treffen. Auch Bürgerinitiativen, ganz durchschnittliche Vereine treffen sich in Lokalen, wo ein Verzehrzwang besteht und wo am Anfang gefragt wird, was wollen Sie bestellen? Und für jemanden, der vom Hartz-IV-Regelsatz leben muss, heißt das dann, wenn er an dieser Bürgerinitiativsitzung teilnehmen will, muss er das Geld an einer anderen Stelle sich absparen. Und das ist verdammt nochmal ein richtiges Problem. Und deswegen sage ich, der Hartz-IV-Regelsatz und das Existenzminimum, so wie es jetzt hier bestimmt wird, ist ein Angriff auch auf die demokratische Teilhabe von Erwerbslosen. Ganz offenkundig ist die Unterdeckung bei den Energiekosten. Die Forschungsstelle des Paritäters hat errechnet, dass in den Jahren 2008 bis 2014 die Energiekosten um 37% gestiegen sind. Die Regelleistungen sind aber eben nicht entsprechend angepasst worden. Doch die im Dunkeln sieht man nicht, so heißt es bei Brecht. Und für so manchen Haushalt ist das eben nicht nur ein Sprachbild, nicht nur eine Metapher, sondern bittere Realität. Es kam im Jahr 2013 immerhin in rund 350.000 Fällen zu Stromsperrungen. Menschen saßen also wirklich im Dunkeln. Also halten wir fest, die Hartz-IV-Regelsätze sicher nicht die Bedarfe. Wir als Linke meinen aber, die Grundsicherung muss alle Menschen sicher vor Armut schützen, muss ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Teilhabe gewährleisten. Das muss drin sein. Und die jetzige Art, das Existenzminimum zu berechnen, wird diesem Anspruch nicht gerecht. Es gibt theoretisch drei Methoden. Den Warenkorb, wo man schaut, was braucht man in einem Monat zum Leben. Die Armutsrisikogrenze, wo alle Einkommen sich wie Orgelpfeifen aufstellen und man dann das mittlere Einkommen nimmt und davon 60% nimmt, oder die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Sie von der schwarz-roten Koalition und auch die Bundesregierung davor setzen auf die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Und um das für die Leute zu erläutern, die sich nicht jeden Tag damit zu beschäftigen, die EVS meint, dass Haushalte über drei Monate hinweg ihre Ausgaben festhalten müssen, und dann werden die Ausgaben der ärmeren Haushalte genommen. Davon wird dann noch mal so Pi mal Daumen 30% abgezogen, und dann heißt es, und das ist das, was die Menschen zum Lebensnotwendigen brauchen. Diese Methode hat ein grundlegendes Problem. Wenn die ärmeren Haushalte immer ärmer werden, können sie sich
lebensnotwendige Dinge nicht mehr leisten. Wenn man aber einfach stur schaut, was geben diese Haushalte aus, dann gibt es keinerlei Sicherheit, irgendwie eine Art Bedarfs-TÜV. Reicht denn das überhaupt noch für ein Mindestmaß an Mobilität? Kann man sich für das Geld, was die Leute ausgeben, zum Beispiel für eine Fahrkarte, überhaupt noch eine Monatskarte kaufen? Oder plant man schon ein, dass die Leute entweder gar nicht mehr irgendwo hinfahren können oder halt womöglich noch in Schwarzfahrerei getrieben werden? Wir als Linke sagen deswegen, die jetzige Form der Berechnung kann so nicht weitergeführt werden. Es müssen hier andere Methoden eingeführt werden. Es braucht zum Beispiel einen Bedarfs-TÜV, damit sichergestellt ist, dass Mobilität, Zugang zu Gesundheitsleistung und so weiter auch wirklich garantiert werden. In der Vergangenheit wurde das Existenzminimum immer wieder am Ende in einem Hinterzimmer berechnet. Es ist natürlich politisch gezielt kleingerechnet worden. Brauchen wir uns nichts vormachen. Als Sie noch in der Opposition waren, haben Sie das von der SPD auch kritisiert. Wir als Linke meinen, damit muss Schluss sein. Sie müssen die Art und Weise, wie Sie das Existenzminimum berechnen wollen, vorher transparent machen. Wir wollen, dass eine Kommission eingesetzt wird, die sicherstellt, dass kein Mensch in Armut fällt. Wenn es ums Existenzminimum geht, braucht es mehr Transparenz und es braucht einen sicheren Schutz vor Armut. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächste Rednerin